Eugen Drewermann wurde 1940 geboren, studierte Philosophie, Theologie und Psychoanalyse und wirkte dann in Paderborn als Studentenseelsorger, Privatdozent für katholische Dogmatik, Psychotherapeut und als Autor von über 40 Büchern. 1991-92 belegte ihn die katholische Kirche mit einem Lehr- und Predigtverbot und entzog ihm das Priesteramt. Herzlich willkommen, Eugen Drewermann. Wo ist Ihnen eigentlich wohler? Auf der Kanzel oder vor den Fernsehkameras in den Fernsehstudios? Ich denke, da, wo Menschen sind, im Moment bei Ihnen. Die Kanzel darf ich nicht mehr betreten. Ich habe zwar samstags Gottesdienste, Wortgottesdienste, die sehr gut besucht werden, aber sonst ist die Kanzel mir versperrt. Und die Fernsehstudios habe ich in den letzten Jahren aufzusuchen gelernt, im Grunde, um die Mediendarstellung der katholischen Kirche, die in Deutschland, wenn sie will, über 1,2 Millionen Leser findet, ein Stück der Wahrheit anzunähern, wenn man so sagen darf. Die katholische Kirche hat versucht, in meinem Fall eine Alternative aufzubauen, die nicht stimmt, zwischen beamteter Wahrheit, die sie hütet, und dem Unglauben, den ich verkörperte. Die Wahrheit ist, ich wollte seit eh und je zwischen verordnetem Aberglauben und dem reaktiven Unglauben in der großen Schicht der Bevölkerung eine verständige Brücke zu formulieren versuchen, in dem Nachdenklichkeit und Frömmigkeit eine Einheit werden. Und dazu wählen Sie die Medien. Sie sind ein eigentlich sehr mediengewiefter Theologe. Ihre Fernsehsendungen, wo Sie auftreten, haben große Einschaltquoten. Sie locken Tausende von Bürgern in Vortragssäle. Sie haben ein Spiegelinterview gehabt. Ihre Bücher sind Bestseller. Sehr viele darunter sind Bestseller. Und gleichzeitig entziehen Sie sich eigentlich der Modernität der Gesellschaft. Sie leben in einer Eineinhalbzimmerwohnung. Sie haben in dieser Eineinhalbzimmerwohnung kein Telefon und keinen Kühlschrank. Und ich sehe da einen Widerspruch. Sie nutzen die Modernität der Gesellschaft, Ihre Medien, um Ihre Überzeugung zu verkünden. Gleichzeitig ziehen Sie sich zurück in dieses kleine Paderborner Nest, das Sie sich gebaut haben. Wie bringen Sie das in Übereinstimmung? Ich darf, glaube ich, ehrlich sagen, dass ich Erfolg nie gesucht habe, auch nicht in den Medien. Wenn ich ein Buch schreibe oder einen Vortrag halte, muss ich mir vorstellen, mit wem ich innerlich im Gespräch bin. Ich muss die Worte so wählen, dass sie kontrolliert sind. Aus vielen Gesprächen mit Menschen, wenn ich weiß, dieser Begriff, sagen wir Sünde oder Hölle, macht Angst, dann muss ich ihn erklären. Wenn ich Worte finde, die gut getan haben, muss ich sie an der richtigen Stelle verwenden. Kurz, ich kann einen Vortrag nur halten, wenn ich vor Augen habe, mit wem ich rede. Da genügen 3 oder 5 Leute. Und dann ist es egal, ob da nun 1000 kommen oder 5000. Das spielt keine Rolle. Ich rede inwendig eigentlich mit ganz wenigen. Und dass die es verstehen, ist mir wesentlich. Und das gibt vielleicht das Gefühl wieder, verstanden zu sein. Es löst eine innere Resonanz aus und mag sein, dass das dazu beiträgt, dass die Leute eigentlich sehr offen aufnehmen, was ich sage. Bleiben wir noch beim Vordergründigen. Sie haben Erfolg, es ist ein gewaltiger Erfolg. Sie lieben doch diesen Erfolg sicher auch. Nein, ich glaube, ich habe ihn weder gesucht, noch hänge ich an ihm. Was ich möchte, ist Menschen helfen. Das ist dezidiert das Einzige. Alle anderen Dinge sind dabei Nebensachen. Ich gebe es mal so wieder, als ich vor Jahren, 73 anfangend, mit den Strukturen des Bösen begann, das sollte meine Promotionsarbeit werden, war ich stundenlang außerstande, irgendein gültiges Wort zu schreiben. Es konnten Tage vergehen mit einer weißen Seite auf dem Tisch, auf die kein Buchstabe und kein Wort kommen wollte. Das hat sich erst geändert, als ich merkte, dass das, was ich sage, wiedergibt und in Resonanz steht zu dem, was die Leute mir anvertrauen. Und wenn ich es ausspreche, hilft es ihnen. Seitdem habe ich sozusagen eine innere Korrespondenz, die mich selber trägt. Das ist jetzt Ihre Erklärung Ihrer medialen Wirkungen, warum Sie die ja auch brauchen. Aber noch die Erklärung für Ihren Rückzug, die fehlt noch in dieses doch asketische Lebensmilieu, das kann man so sagen. Ich denke, es gilt, eine Menge Dinge abzuwerfen. Also ich staune, was meine Kollegen anstellen, die ganze Sitzungen darüber debattieren können, wer jetzt wann welchen Computer bedienen darf. Ich habe keinen Computer, ich kann meine Intelligenz in der Zeit besser nutzen, sage ich mir.
Der Esel wirft die Lasten ab, ganz einfach. Man muss wissen, was wichtig ist, wie man Zeit einsetzt, Energie einsetzt. Mein Hauptproblem ist, dass ich sehr wenig Zeit habe und ich muss mich konzentrieren. Drum habe ich zum Beispiel kein Telefon, es ist die reine Notwehr. Ich kann vernünftig nur reden, wenn es nicht dauernd klingelt. Ich brauche keinen Kühlschrank. Ich denke, man kann nicht klagen über die Verbreiterung des Ozonlochs und sich einen Kühlschrank zum Überfluss halten in einer Gegend, wo die halbe Jahreszeit ohne dies auf dem Balkon Käse gut lagert. Konsum fertig, ich muss dort das nicht runterfrieren auf 3 Grad Celsius und dann eine Stunde wieder abtauen, bis ich es essen kann. Das ist doch alles Unfug. Also mir ist es eine Ersparnis, keine Askese, sondern ein Bedürfnis, Dinge zu vereinfachen, bis es für mich praktisch wird. Aus dieser Klause heraus fordern Sie die katholische Weltkirche heraus, die sich eingehend mit Ihnen beschäftigt. Und ich möchte doch einige Fragen zu Ihren Grundthesen stellen. Zu Ihren Grundthesen gehört, dass Sie ganz zentrale Glaubensinhalte der katholischen Kirche und ihrer Gläubigen, der ganz einfachen Menschen, anders interpretieren, aus der Sicht der Kirche in einer nicht mehr katholischen Form interpretieren. Zum Beispiel sagen, haben Sie eine andere Interpretation der Gottessohnschaft, der Jungfrauengeburt, der Wunder? Können wir uns darüber unterhalten, wie Sie beispielsweise die Gottessohnschaft in den Augen Ihres Bischofs Degenhardt schon in Frage stellen? Noch einmal so, ich glaube, dass die ganze Auseinandersetzung in der Kirche nicht entstanden wäre, sähe ich nicht seit vielen Jahren das Bedürfnis der Menschen, in einer Sprache angeredet zu werden, die mit ihrer Erfahrung was zu tun hat. Wir haben in Deutschland in den letzten 15 Jahren über 50% der Sonntagsmessbesucher einfach verloren. Und übrig geblieben ist eine schrumpfende Alterselite. Ich wollte den Menschen nachgehen, die rausgehen, und dachte, das entspricht dem am meisten, was Jesus wollte. Er wollte ganz sicher nicht, dass wir Menschen ausgrenzen in einem fertigen Glaubenswissen über Gott. Für Jesus war Gott kein fertiger Theologenbegriff, sondern eine Grundlage, Angst zu überwinden in Vertrauen und offen zu bleiben, persönlich wie gesellschaftlich, für die Menschen, die sonst keine Chance haben. In diesem Sinne ist für mich Jesus Gottes Sohn. Er ist vom Himmel gekommen, wie aus einer anderen Welt, die Welt, die ich sonst kenne, verwaltet ihre Macht, organisiert ihre Einflusssphären, akkumuliert ihr Kapital, kämpft gegeneinander um die Ressourcen, sie scheußlich. Was Jesus in diese Welt bringen wollte, wirklich wie von einem anderen Stern kommt, war der Glaube, dass Liebe stärker ist als Hass, Geduld stärker ist als Zorn, Güte ansteckend wirken kann. Und all das glaube ich mit ihm. Ich habe sonst nicht viele Gründe, das zu glauben, aber dem Mann aus Nazareth glaube ich es. Insofern ist er für mich eine absolute Wendestelle meines Lebens und der Geschichte. Also ist das, der Begriff Gottes Sohn ein Bild? Ist ein Bild, das Sie Wort. Als Psychoanalytiker gefunden haben? Für mich ist zunächst der Begriff Gottes Sohn ein mythischer Ausdruck mit einer langen Geschichte, die älter vor Christus ist, als wir nach Christus leben. Man kann zeigen, dass in der 5. Dynastie im antiken Ägypten der Ausdruck Sohn Gottes oder Sohn der Sonne eingeführt wird von der Priesterschaft in Theben. Und es ist ein Begriff, der weniger bedeutet, als der Pharao vorher in Anspruch nehmen konnte. Da war er Gott auf Erden. Um seine Macht ein Stück durch die Priesterschaft zu kontrollieren, wurde er zum Sohn Gottes und die Priester wurden die Gottesväter. Sie machten sozusagen den Gott auf Erden. Das alles ist Mythologie und in diese Sprachfiguren hinein über das Alte Testament und den Hellenismus finden wir das im Neuen Testament wieder. Ich glaube, dass es keine Chance mehr gibt, die Sprache der frühen Konzilien, sagen wir, des 6. Jahrhunderts nach Christus, Ende des 20. Jahrhunderts noch an die Menschen heranzubringen. Wir müssen so viele Missverständnissen abbauen, um die eigenen Begriffe zu kommentieren, dass gar keine Chance mehr bleibt, den Gelangweilten zu erklären, was sie denn nun hören sollen. Ich sag mal so, würden Sie nach schätzungsweise 200 Religionsstunden ein Mädchen finden in der Schule, das sagt, 14-jährig angesprochen vom Lehrer, woran glaubt ihr, wenn ihr von Jesus redet? Und es würde sagen, Jesus ist mein Freund oder mein Begleiter. Oder seitdem meine Mutter starb, ist er der einzige Halt. Wären das Worte wahrscheinlich, die ungewöhnlich sind, ein 14-jähriges Mädchen, das so spricht, muss wirklich sehr fromm und religiös sein.
Das Schlimme ist, dass sein Religionslehrer, wenn er ganz korrekt ist im Sinn des neuen Weltkatechismus und der alten Lehren, sagen müsste, mein liebes Mädchen, dein Freund, dein Begleiter, dein Tröster, dein Halt, deine Zuflucht gegen die Angst vor dem Tod, die Brücke zu deiner verstorbenen Mutter, das alles genügt nicht. Du musst sagen, er ist der Sohn Gottes, die zweite Person der dreifaltigen Gottheit. Du musst so reden, wie wir die Kirche das seit 1500 Jahren vorschreiben. Oder du bist nicht katholisch, nicht christlich, du bist ungläubig. Das zeigt, dass wir eine fertig gewordene Sprache im Amt verwaltet auf die Menschen runterdrücken und keine Chance mehr darunter lassen, eine eigene Sprache nachzubilden. Ich hätte gern von Ihnen noch Ihre Interpretation anderer Bilder, zum Beispiel des Bildes Jungfrauengeburt. Wie interpretieren Sie dies in Ihrer Analyse? Ich treffe in der Psychotherapie überraschenderweise immer wieder Leute, Frauen insbesondere, die schildern, dass in Momenten der Krise, des inneren Umbruchs, sie Träume hatten, die dem biblischen Darstellungsbefund ähnlich sind. Sie finden sich mit einem Kind wieder, dessen Herkunft sie nicht kennen, fühlen sich dafür verfolgt oder verlacht, verleumdet, holen es als arme Leutekind aus irgendeinem Keller. Und sie spüren genau, sie müssen dieses Kind großziehen, denn es ist ein Teil von ihnen selbst. Zunächst einmal ist das Bild der jungfräulichen Geburt, glaube ich, ein mythisch, symbolisch, exakter Kommentar dessen, was Jesus an einer Zentralstelle einmal sagt, Markus 10, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ich übersetze mal frei, werdet ihr nie begreifen, welche Macht Gott in euch hätte. Es müsste das ganze Leben sich ändern. Und der Kern, um den es geht, liegt darin, dass Menschen ständig glauben, sie sind gut definiert, wenn sie sagen, wir sind die Kinder von Vater und Mutter, biologisch, wir sind das Ergebnis unserer Erziehung, sozialpsychologisch, und wir sind das Ergebnis unseres Milieus, in dem wir aufgewachsen sind. Soziologie, Psychologie, Biologie. Das ist die Summe dessen, was man wissen muss, um einen Menschen zu kennen, glaubt man. Man hat aber nur die Definition der Unfreiheit, der Determinanten aus der Vergangenheit. Entscheidend ist, dass Menschen sich so definieren können, wie das im antiken Ägypten zum ersten Mal der Fall war, ausnahmsweise nur bei dem einen, der der Pharao, der König war, der Souverän. Er war nicht ableitbar aus dieser Reihe von Bestimmungsgrößen, sondern er war unmittelbar von Gott auf die Welt gekommen. Ich denke, das Bild dafür ist, einen Menschen zu beschreiben, der allein durch Freiheit bestimmt wird, der als ein königlicher Mensch es wagt, eigene Entscheidungen zu definieren, der sich unmittelbar der Macht gegenüber verantwortet, von der er stammt. Das hat das alte Ägypten in einen einzigen projiziert, und es wird verbunden in der Antike mit all den Menschen, die so sind, ob das Platon, Alexander der Große, der römische Kaiser ist. Übrig bleibt davon, dass Jesus in der Tat das wollte. Wir wären Menschen, die lernen, ihre Größe, ihre Schönheit, ihre Souveränität, ihren himmlischen Ursprung wiederzuentdecken, mitten im Staub. Und der Mann, der das vermag, uns zu schenken, an Eindruck und Vertrauen, von dem kann man sagen, er ist das Kind der Jungfrau, er ist das reine Rätsel. Wenn ihr den Mann verstehen wollt, dürft ihr nicht fragen nach Vater und Mutter. Dann müsst ihr sein Wesen sehen, und es ist, wie wenn ein Fenster im Gefängnis sich zur Sonne öffnet. Gerade diese historisch-psychologische Deutung ist ja die Provokation. Das ist ja das Feuer, das Sie irgendwo an die Lunte gelegt haben. Herr Mayer, es ist so unterschiedlich, wenn ich so sage. Fühlen die Menschen, dass sie gemeint sind, dass sie leben können? Ich wollte sagen, man kann folgen, aber es scheint etwas Schlimmes zu sein. Ja. Mein Erzbischof und mit ihm die Päpste, quer durch die Jahrhunderte, der neue Weltkatechismus verordnen immer noch zu glauben, dass Jesus biologisch von einer Jungfrau geboren wurde, nicht gezeugt von Josef. Da braucht man eine bestimmte abergläubische Interpretation, den Durchbruch bestimmter Naturzusammenhänge, und man versteht sofort die Parallele. Man braucht kirchlicherseits offenbar einen Gott, der schalten und walten kann, wie er will, und mit seiner Schöpfung verfährt, wie er möchte. Und er ist das genaue Spiegelbild einer Kirchenleitung, die mit Menschen verfährt, wie sie will. Ein Autokrat im Himmel und ein zentralistischer Verwalter göttlicher Wahrheiten als dessen Stellvertreter auf Erden. Dies beides ist natürlich feudalistische Monarchie, das hat nichts zu tun mit der Botschaft Jesu. Aber warum könnte man es nicht einfach stehen lassen?
Warum haben Sie sich dieses Sujets quasi angenommen? Mit einer unerhörten Kraft auch, mit Büchern, mit Ihrem ganzen Charisma, mit Ihrer Ausstrahlung. Mir ist es nicht gegangen, jetzt speziell um die Jungfräulichkeit Mariens, aber mir geht es sehr und entscheidend an diesem Beispielspunkt dann natürlich auch um die Frage, wie versteht man die Natur, was ist heute Glauben? Der Kirchenglaube basiert immer noch sehr stark darauf, dass Gott in die Naturzusammenhänge eingreift und bestimmte Wunder tut, durch die er sich beglaubigt. Also er setzt mit den Wundern die Naturgesetze außer Kraft. Das wäre auch die Auferstehung, nicht? Mit dem leeren Grab. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, wo es zwischen Ihnen und der kirchlichen Obrigkeit Funken sprüht. Mhm. Also die göttliche Allmacht in diesem Sinn besteht darin, dass Gott tun kann, was er will, wann er will und wie er es will. In diesem Sinne muss man sagen, wird zunächst einmal Religion reduziert auf Aberglaube. Das ist den meisten nicht mehr einsichtig und zwar aus guten Gründen. Wenn im Neuen Testament Jesus Brote vermehrt beispielsweise, sagt mein Erzbischof, er muss das gekonnt haben. Und wenn die Bibel es sagt, hat er es auch getan. Wir wissen nicht wie und was da faktisch im Einzelnen war, aber wir müssen denken, dass Jesus das konnte und dass er es getan hat. Physisch tatsächlich getan. Für 5000 Leute damals. Ein Gott, der das kann, steht natürlich in der Pflicht, heute angesichts von 50 Millionen verhungernder Menschen jedes Jahr ein Ähnliches zu tun. Das ist die Forderung. Ich sehe, dass beispielsweise Russland im 19. Jahrhundert in den Atheismus getrieben wird, allein durch die Kraft des Mitleids. Angesichts eines Gottes, der verkündet wird als jemand, der alles tun kann und der nach menschlicher Einsicht nichts tut. Ein Gott, der Leid verhindern könnte und verhindert es nicht. Müsste hochnotpeinlich vernommen werden, jetzt schon, nicht erst am jüngsten Tag, wegen unterlassener Hilfeleistung. Das ist die Schattenseite dieses abergläubischen Wunderbegriffs, der in der Kirche spukt. Und das andere ist, Gott ist eigentlich der Lückenbüßer für heilige Ausnahmen. Er kommt nicht vor in der Normalität. Er hat nichts zu tun mit den Nöten, den Konflikten, den Verzweiflungen, unter denen wir täglich stehen. Ich möchte zurückgewinnen den Jesus, den es wirklich gab. Das war nicht der Mann, der alles konnte. Die Bibel erzählt im 6. Kapitel des Markus zum Beispiel, dass Jesus in ganzen Dörfern keine Wunder wirken konnte, weil man ihm nicht glaubte. Jesus ist weit davon entfernt zu tun, was er will. Aber er hatte die Fähigkeit, Menschen zu beschwören. Zum Beispiel, dass sie abgäben, was sie hatten, ohne zu rechnen. Was wäre denn das Bild der Brotvermehrung? Was würde dies aussagen? Ich habe meinem Bischof damals mal in dem einzigen Gespräch, das zustande gekommen ist, gesagt, es ist doch fantastisch, der Gott der Kirche wirkt alles in der Person Jesu und das bedeutet, dass wir nichts zu tun brauchen. Der Jesus, den es wirklich gab, hat den Jüngern erklärt, sie sollten geben, was sie hatten und wenn es nur 5 Brötchen waren und ein paar Fischchen, die nicht ausreichen. Das ist das Bild. Seitdem ich 17 Jahre alt bin, warte ich darauf, dass die Kirche austeilt, was sie hat. Ich warte, dass der Staat austeilt, was er hat. Und ich höre dauernd, wir haben nicht genug. Wir können höchstens an den Rändern des Überflusses ein bisschen Güte verwalten. Und da wir nie Überfluss genug haben, werden wir zur Güte nie imstande sein. Ich habe inzwischen gelernt, dass eine Menge Grausamkeit dazu gehört, bis zum überflüssig hochgearbeitet zu haben. Das Beispiel Jesu ist, dass ein kleines Kind kommen kann. Und es gibt, was es hat. Das ist ein wirkliches Wunder. Menschen hören auf zu rechnen, was dabei herauskommt. Sie tun einfach das, was das Gefühl des Mitleids ihnen sagt. Das ist ein Wunder. Und die Wahrheit dieser Geschichte liegt nicht vor 2000 Jahren. Heute Nachmittag zwischen uns entscheidet sich, ob sie wahr wird oder nicht, diese Geschichte. Sie sagen ja, diese Geschichten, diese Wunden, dieser Wunderglaube, diese Geschichten sind nicht historisch, aber sie sind trotzdem wahr. Ja. Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Der Widerspruch, glaube ich, kommt dadurch zustande, dass wir für wahr und wirklich nur das halten, was in Raum und Zeit sich gegenständlich festmachen lässt. So betrachtet haben Menschen eigentlich keine Seele. Sie sind nur das, was man unter dem Mikroskop sehen kann oder ein Produkt aus den Prozessen, die man unter dem Mikroskop sehen kann. Ich denke, Gefühle, Sensibilität, die Ausdrucksformen der Kunst, die Träume des Nachts sind dem Menschen wesentlich. Also auch Wahrheit. Es gibt Wahrheiten, die man nur sagen kann, in der Form einer Legende, eines Mythos, einer Sage, eines Märchens. Ein Traum, das ist eine dichte Erfahrung der Psychoanalyse für mich,
kann über das Leben eines Menschen weit mehr aussagen, als er selber von sich weiß und bereit wäre, kundzutun. Ein Traum, richtig verstanden, kann darüber entscheiden, ob man gesund wird oder krank, ob man im Bewusstsein seiner Vernunft bleibt oder bis in den Wahnsinn driftet. Das kann sich entscheiden an diesem Magma-Material, das aus den tiefen Schichten der Psyche hochgedrückt wird. Ich gebe es mal in einem buchstäblich Bild wieder. Wir haben vor Augen das große Gemälde von Pablo Picasso, Guernica. Guernica ist ein historisches Ereignis. Der Angriff der Legion Condor in dem baskischen Dorf hat Tausende von Menschen das Leben gekostet. Picasso hat dieses historische Ereignis gemalt, sodass man nicht mehr an Guernica sich erinnert fühlt, sondern an die Wirklichkeit von Guernica. Was man sieht, ist, wie Stiergehirn durch Mauern bricht, wie Menschen nichts weiter sind als aufgereckte Arme und geöffnete Münder mit einem stummen Schrei von Entsetzen. Es ist, dass es keine Wände, keinen Schutz mehr gibt, nichts Privates mehr, dass Menschen zerfetzt sind. Und Picasso will sagen, wenn du Guernica denkst, denk nicht Guernica. Dann sieh dir dieses Bild an und du hast vor Augen den Krieg. Wie er immer ist, wie er in Bosnien ist, wie er in Bagdad ist, wie er in Vietnam ist, wie er nicht aufhört zu sein. Du darfst die Wahrheit von Guernica nicht suchen in Guernica vor beliebig vielen Jahren. Du musst sie suchen jetzt und kämpfen und genauso schreien, damit dies verändert wird. Das ist die Wahrheit der Künstler. Picasso hat einmal gesagt, kein Mensch sagt, dass die Kunst die Wahrheit ist. Die Kunst ist die Lüge. Aber eine Form von Lüge, die uns hilft, die Wahrheit zu verstehen. Er wollte sagen, die Künstler porträtieren nicht das Äußere, sondern sie gehen nach innen und zeigen, was es bedeutet und schaffen dafür Ausdrucksformen. Das ist die Wahrheit der Kunst und nicht anders, die Wahrheit der Religion. Die Amtskirche, wenn ich mal so sagen darf, befürchtet, zumal in Deutschland, dass ihr heiliges Feuer, das wir hier ja spüren, die Kirche in Brand setzen könnte. Zumindest sind die Reaktionen auf sie entsprechend. Man ist sozusagen mit der Feuerwehr unterwegs, immer wenn sie wieder ein Buch publiziert haben, kommen die Löschzüge. Mich nimmt Wunder, woher denn diese Kraft kommt. Sie sind Bergarbeitersohn, also aus einem armen Haushalt. Irgendwoher, wo es nicht auf dem Weg liegt und schon gar nicht in die Wiege gelegt wird, dass man Priester wird. Diese Rebellion, dieses Rebellische an ihnen, hat das nicht auch zu tun mit dem jungen Mann, mit dem Kind aus sehr armen, einfachen Verhältnissen, das gegen die da oben auch kämpft? Ist das nicht irgendwo, ich brauche jetzt diesen Begriff, er ist abgeschmackt, aber vielleicht passt er hier, von ein bisschen ein klassenkämpferisches Pathos auch? Es ist ein bisschen kompliziert, aber das Bild mit der Feuerwehr bringt mich auf einen kurzen Umweg. Sie kennen vielleicht den Film von Truffaut, Fahrenheit 451, das ist die Entzündungstemperatur für Bücher in Kelvingrad. Es existiert ein System, das nicht länger duldet, dass die Menschen Bücher lesen, sondern wo immer das ist, werden sie verbrannt und dann muss die Feuerwehr anrücken, damit die Leute denken, es wird ein Brand gelöscht. In Wirklichkeit wird er gelegt von der Feuerwehr. Aber in irgendeinem Abseits, in den Wäldern, gibt es Menschen, die sind wie wandelnde Bücher. Sie haben auswendig gelernt, Shakespeare, und rezitieren sie von innen. Für mich waren Bücher in Kindertagen die Öffnung zur Welt. Ich habe sie gebraucht, wie Medikamente. Und so möchte ich heute auch Bücher schreiben, dass sie sind wie Medikamente. Ich möchte nicht irgendetwas sagen, das nicht wirklich wesentliche Fragen und Problemstellungen berührt. Es gab Zeiten, wo Dostojewski buchstäblich mir das Leben gerettet hat. Es war Der Jüngling oder die Brüder Karamasow. Ein Punkt, wo ich dachte, da gibt es jemanden, der das versteht. Nicht mein Religionslehrer, nicht mein Ortspfarrer, nicht die Leute, die ich sonst kenne. Aber der Mann wird es verstehen. Er ist 100 Jahre tot, aber er wird es verstehen. Mit dem Bergarbeitersohn hatte es seine eigene Bewandtnis. Mein Vater war Fahrsteiger, Wetterfahrsteiger in der Zeit, als ich 7, 8 Jahre alt war. Und das war in dem kleinen Bergarbeiterdorf. Was ist das, Wetterfahrsteiger? Man sorgt für die Wetterführung, das heißt, es wird durch den Luftschacht dafür gesagt, dass die Ventilation, der Sauerstoffstrahl durch die
Strebe durch die Schächte geleitet wird und verhindert werden muss, der Albtraum jedes Wetterversteigers und jedes Kumpels, die Bildung von schlagenden Wettern. So was ist aber passiert, 1948 in Bergkamen in Oberaden. Die ganze Schicht über 440 Leute blieb unter Tage. Das lag daran, dass Raubbau getrieben wurde mit den Menschen. Es gab viel zu wenig Bergsicherheit. Die Alliierten beuteten die deutschen Kumpels aus, so schamlos wie sie konnten. Mein Vater stand dazwischen und ich als Steigersohn, nicht eigentlich als Bergarbeitersohn, stand in dem kleinen 6000-Leute-Dorf, das schachbretterartig so bombardiert worden war gegen Kriegsende, dass es zu 70% zerstört war, gewissermaßen zwischen meinem Vater und meinen Spielkameraden. Das waren wirkliche Kumpelkinder, die meinem Vater eine Weile lang übel nahmen, als er noch die Löhne abrechnete, dass sie sich ungerecht behandelt fühlten oder die Löhne zu kurz bemessen wurden nach Kubikmeter rausgebrochener Kohle. Ich stand also zwischen den beiden Gruppen, wenn man so will, und hatte das Problem, dass ich viel lieber bei meinen Freunden sein wollte, mit denen ich Fußball spielte, zusammen war. Das hatte die merkwürdige Konsequenz später, als ich zur höheren Schule wieder was Besonderes ging, dass es eine innere Reibung gab. Ich dachte, wenn ich jetzt Latein lerne oder Griechisch, darf ich den Kontakt zu denen nicht verlieren. Also ich habe angefangen, alles, was ich übersetzte, die Schlacht bei Kunaxa und diese Dinge, in ein Deutsch zu packen, das ich denen vorgelesen habe, den Leuten in der Pfadfindergruppe. Um bei ihnen zu bleiben, ja, quasi. Um mich nicht zu entfernen, um zu sagen, ich muss das gewissermaßen entschuldigen, was ich da mache. Ich muss eine Sprache behalten, die die verstehen können, sonst mache ich etwas Entscheidendes verkehrt. Und das zieht sich in der Tat bis heute durch. Wenn ich die Sprache der Kumpel nicht mehr reden könnte, wäre ich selbst entwurzelt. Sie sagen ja auch, Jesus hat diese Kirche nicht gewollt. Ich könnte das interpretieren, sagen, also Sie holen Jesus zurück, die haben ihn entführt. Ganz sicher. Die haben ihn entführt. Ja. Für Sie haben die ihn entführt und den Menschen weggenommen. Und die holen ihn für ihre Kumpels zurück. Ja. Ich war letzte Woche in der Domkirche in Bamberg. Das muss ich erzählen, weil es so verrückt ist, dass man es kaum glauben wird. Man hat aus der mittelalterlichen Zeit einen wunderschönen Dom, ein riesiges bischöfliches Palais daneben. Und man findet an den Seiten schon Altäre in Gold gefasst, an denen steht hochempfindliche Sicherheitsanlage. Dann gibt es hinten in der Kirche den alten Altar, ein Kunstwerk erster Klasse. In der Zwischenstufe dann den Bischofsthron und ganz ans Volk herangerückt wieder ein Kunstwerk von Altar, gesperrt mit der Aufschrift hochempfindliche Sicherheitsanlage. Ich glaube, sprechender kann man überhaupt nicht zeigen, was aus Jesus geworden ist. Ist ein Gegenstand der Verfeierlichung, den zu berühren man die Leute schützen muss. So weit sind wir. Was Jesus wirklich wollte, war ganz einfach. Sich hinwenden zu den Menschen, die wie Ausgestoßene sind, ohne eigentlich dafür zu können, die nichts weiter sind als hilflos und verzweifelt. Und er wollte nicht, dass man im Namen Gottes auf die herumtrampelt. Wir haben heute in der katholischen Kirche in Deutschland 80% der Bevölkerung verloren. Selbst diejenigen, die sich Katholiken nennen, haben mit dieser Kirche kaum noch was zu tun. Sie bleiben drin aus Trägheitsgesetzen und im Grunde, weil ihnen die Entscheidung zu viel Mühe machen würde, auszutreten. Die Menschen brauchen aber die Religion. Sie brauchen die einfachen Überzeugungen, die Jesus hatte. Die Liebe ist stärker als der Tod. Das Verständnis ist ein Mittel, Fronten und Abgründe zwischen Menschen zu überbrücken. Es muss mehr zu sehen sein, als das 2x2 = 4 ist in dieser Welt. Die Macht, wenn sie lügt von oben herunter, lässt sich unterwandern durch einfache Formen der Menschlichkeit. Einen ganzen Haufen von Evidenzen gibt es, von denen die Menschen leben. Und ich sehe nicht länger ein, wieso ich einer Kirche treu bleiben muss, die sich weigert, auf die Menschen zuzugehen. Sie hat die Macht verloren, die Menschen an sich anzupassen, wie ein fertiger Stempel. Das tun die Leute nicht mehr. Lassen sie es nicht bieten. Und der Hebel von Schuldgefühlen und Ängsten funktioniert nicht mehr. Selbst wenn man ihnen mit der Hölle kommt und mit Todsünden und was die Kirche im Weltkatechismus immer noch predigt, sie glauben es nicht. Aber die Leute stehen da wie einem Dienstleistungsgewerbe gegenüber und fragen sich, was sagt die Kirche uns an Hilfreichem? Das wollte ich ursprünglich. Es gibt den Begriff in der südamerikanischen katholischen Kirche der Befreiungstheologie, die auch sehr unter Druck steht. Könnte man sagen, würden Sie den Begriff auch für sich akzeptieren, Befreiungstheologe allerdings in einer anderen
Weise, nicht in einer unmittelbar politischen, sondern in einer sehr mittelbaren Weise, sehen Sie sich als Befreiungstheologe. Ich bin ganz sicher, wäre ich Priester in Sao Paulo und da groß geworden, wäre ich Befreiungstheologe. Ich sag mir, wir in Deutschland haben allen Grund, die Theologen dort, die Priester, vor allem die Bevölkerung, aber zu unterstützen in ihren Anliegen. Brasilien ist das höchstverschuldete Land der Welt, sitzt völlig in der Klemme und wir haben es dahin getrieben. Natürlich müssen sich die Verhältnisse ändern und das hat zu tun auch mit der Form, in der man glaubt. Aber wir sollten, denke ich, in Europa uns nicht entschuldigen, dass da Menschen etwas Richtiges tun. Was wir brauchten, wäre eine Umformung des religiösen Bewusstseins 200 Jahre nach der Aufklärung, die den Gegensatz zwischen Freiheit und Wahrheit überwindet. Und das ist ein großes Problem. Autonomie wirkt immer noch wie die Schneeschmelze im Frühling für das kirchliche Dogma. Lässt man die Freiheit heran, stirbt der gesamte kirchliche Überbau. Wenn man die Freiheit heranlässt, lässt man auch die Frauen heran. Ja, Gott sei Dank. Was würde, ich denke, Sie haben ja auch zur Abtreibungsfrage eine sehr differenzierte und sicher auch sehr provokative These. Mich interessiert sehr, wie Sie denn die Möglichkeiten der Veränderung der Kirche, der katholischen Kirche, durch den Einbezug, durch die Gleichberechtigung der Frauen sehen. Zur Abtreibungsfrage noch, weil die wichtig genug ist, dass wir sie gerade nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der BRD nicht einfach runtergehen lassen sollten. Ich glaube, dass allein um das Problem der Abtreibung in der katholischen Kirche zu klären, wir eine andere Ethik brauchten, die auch zu tun hat mit der Wahrnehmung von Freiheit. Die katholische Moraltheologie denkt sehr stark nach objektiven Normen, die zweiwertig formuliert werden, richtig oder falsch, Sünde oder Pflicht, gut oder böse, wie wenn die Welt schwarz-weiß zu malen wäre. Und die Normen werden gewonnen außerhalb der Situation. Sie werden einfach fertig von oben nach unten an die Menschen herangedrückt. Tatsächlich zeigt sich, der ganze Existenzialismus weiß das, dass die Freiheit der Menschen in bestimmten Situationen sich artikuliert. Und man kann nicht von vornherein wissen, was jemand tun kann und was er tun soll. Beispielsweise kenne ich in der Abtreibungsfrage aus vielen Beratungsgesprächen Menschen, bei denen ich nicht wissen kann, selbst wenn ich ihnen jahrelang zuhöre, ob jetzt ihre Ehe sich auflösen soll oder eine Chance hat, zusammenzubleiben. Ich kann das nicht wissen. Und ich kann noch viel weniger wissen in einem Zeitraum von 6 bis 7 Wochen, ob eine Frau imstande ist, die nächsten 15 bis 20 Jahre ein Kind, das sie nicht gewollt hat, auszutragen oder nicht. Das weiß sie ja auch nicht, sonst käme sie gar nicht zu mir. Und wir müssen miteinander klären, was möglich ist unter den Bedingungen, in denen sie jetzt lebt, als Person. Kann ja sein, in 3, 4 Jahren Psychotherapie könnte sie mit der Situation anders fertig werden. Jetzt kann sie es nicht. Und wenn ich das nicht weiß und die Frau nicht weiß, woher weiß es dann die Kirche, die ihr nicht zugehört hat, dieser Frau? Das ist für mich das Problem der Abtreibung. Es kann nur eine offene Beratung geben und das, was sich das Bundesverfassungsgericht einbildet, eine Zwangsberatung mit der Auflage am Ende nur ein einziges Ergebnis als moralisch erlaubt den Frauen vorzustellen, ist ein Unding. Es funktioniert nicht in der Beratung und es dürfte nicht einmal moraltheologisch in Respekt vor menschlichem Leid funktionieren. Das aber müsste die Kirche sagen. Sie müsste die Breschen schlagen, in denen man mindestens erlaubtermaßen verzweifelt sein darf. Weiten wir jetzt das Thema aus auf den Respekt der Kirche den Frauen gegenüber, was ja, wenn Respekt auch Gleichberechtigung zur Folge haben müsste. Ja. Mir scheint, dass die katholische Kirche schon dadurch sehr stark auf die Männer ausgerichtet ist, als der gesamte theologische Apparat, verstandesüberlastet, begriffsorientiert, ständig Häresieverdacht machend und Ketzer jagend ist, ein System des Herrschaftswissens. In dem haben Frauen eigentlich legitimerweise nicht ganz viel zu suchen. Ich stelle mir vor, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen vermutlich nicht gar so groß ist. Aber wenn Männer am Ruder sind, die seit etwa 2000 Jahren auf Frauen nicht mehr wirklich hören, auch nicht gezwungen werden, mindestens darauf zu hören, dann kann etwas in den Strukturen, die sich daraus ergeben, nicht stimmen. Wäre das die Revolution in der Kirche? Sagen wir mal die Reformation, das ist ja das Angebot immer noch. Ja. Die Reformation der katholischen Kirche, wäre das zu bewerkstelligen mit dem Einbezug der Frauen?
Mal so gesagt, der Einbezug der Frauen rein organisatorisch würde nicht viel ändern. Ich gebe mal ein absurdes Beispiel. Emile Zola beschreibt das in dem Roman Germinal, was passiert, wenn man im französischen Bergbau Frauen unter Tage gehen lässt. Das wird nur perverser, es wird nicht menschlicher. Es wäre aber richtig, würden die Frauen etwas in der Kirche zu sagen haben, würden ganze Teile der Theologie sich ändern müssen. Darunter zählt vor allem der Gedanke des Opfers und des Priesters, der am Altar als Mann das Opfer darbringt. Das sind Zusammenhänge, die vielleicht jetzt unseren Zuschauern nicht ohne weiteres klar sind, aber sie ergeben sich aus vielen Jahrtausenden Religionsgeschichte. Wenn Männer Priester sind, töten sie Tiere und bringen sie ambivalenten Göttern dar, die versöhnt werden müssen um den Preis der Opferung des Kostbarsten. Da muss immer wieder Blut fließen, da muss Leid dargebracht werden, da müssen Menschen sich in ihrem Glück beschneiden, damit Gott aufhört, eifersüchtig oder böse zu sein oder in seiner Gerechtigkeit beleidigt zu sein. Würden Frauen Priesterinnen sein, hat das in der Religionsgeschichte auch ein Vorbild. Da würde viel mehr an Lebensfreude, an Sexualität, an Sinnlichkeit, an Tanz, an Musik, an lyrischer Kultur mit eingebracht werden. Und das sind die Elemente, die der Kirche bis heute gefährlich sind. Man hat ja immer wieder vorgeworfen, dass sie sexualrepressiv sei, dass sie völlig veraltet ist in der Sexualmoral. Das ist sie ohne Zweifel. Aber der Grund liegt tiefer. Was die Kirche wirklich fürchtet, ist die Freiheit der Person, die Individualität. Und ich glaube, jede Frau, die ein Kind großzieht, tut etwas, das Gott sehr nahe ist. Sie lernt, dass man einen Menschen liebhaben muss, einzig weil er auf der Welt ist. Ein Kind in den Armen einer Frau kann noch nichts, hat noch nichts, ist noch nichts. Und es wird geliebt einfach für die Tatsache seines Daseins. Und diese Liebe bildet die Energie, alles zu entfalten. Männer, leider Gottes, sind in diesem Erfahrungsbereich eine ganze Weile ausgeschaltet. Mögen tüchtig sein im Beruf, können sich etablieren und profilieren durch Leistung, aber sie sind in diese Dichte einer menschlichen Erfahrung, die ganz nah bei religiösen Inhalten ist, so nicht eingebunden. Ich glaube, dass wenn Frauen gehört würden in der Kirche und hätten eine eigene Sprache zur Verfügung, sie von Gott anders reden würden als in der Sprache des Katechismus, im Sinn der Ideologie von Opfern, im Sinn einer Theologie des Herrschaftswissens und der verwalteten Macht im Namen Jesu, der all das nicht wollte. Aber, Eugen Drewermann, Sie haben davon gesprochen, dass diese Männerkirche, und das kann ja nicht mal ein Vorwurf sein, das sind Tatsachen, Feststellungen, das ist eine Tatsache, unheimlich verstandesbezogen ist. Bei allen ist Irrationalität, das muss man ja auch noch sagen. Es ist ja dann nicht alles Vernunft, nicht? Es ist die Rationalisierung des Mythos, voilà. Also die Mischung. Ja. Aber sind nicht Sie auch in dieser Beziehung ein ganz extrem verstandesbezogener Mensch? In Ihren Büchern spielt Freiheit und Liebe in Bezug zu Freiheit, Freiheit als Voraussetzung für Liebe überhaupt, für dafür, dass Liebe möglich ist, eine ganz große Rolle. Ja. Eigentlich etwas Spezielles für einen Theologen, der vielleicht, in der Regel lese ich mehr über Gerechtigkeit als über Liebe, ja, und über, ja, Freiheit, spielt eine große Rolle. Wo erfahren Sie denn diese Liebe? Liebe ist ja auch, ich will das schon noch hinzufügen, ist auch etwas ganz Konkretes, ist auch Zärtlichkeit. Es ist Streicheln, Kosen, alle diese Dinge. Sie sind Priester. Sie leben dieses Leben. Wo erleben Sie Liebe? Zunächst noch mal so, ich glaube, dass es fast typisch ist, dass wir einen Gegensatz aufmachen, den wir gerade überwinden sollten. Dass wir klar denken auf Kosten der Gefühle oder stark fühlen auf Kosten der Gedanken. Wir haben gelernt aus den Irrationalitäten, zum Beispiel des Dritten Reiches, dass es gefährlich ist, wenn ein Volk regrediert, also zurückkehrt auf mythische Gedankenformen und auf archaische Strukturen der Gesellschaft, dem Führerkult, der Vermassung, der Psychologie, und haben deshalb Aufklärung nach 1945 im deutschsprachigen Raum sehr groß geschrieben. Wir wollten die politischen Verhältnisse durchleuchten, wollten reflektieren, was da getrieben wird. Das geht in Ordnung. Mir scheint aber, wir haben dabei vergessen, dass die schlimmsten Dinge in unserem Jahrhundert passieren können und passieren konnten durch eine isolierte Verstandestätigkeit. Wir tun lauter Dinge, die uns überhaupt nur möglich sind anzurichten, weil wir sie nicht sehen und weil wir sie nicht fühlen. Wir können in einem
Atom-U-Boot oder auf einem Flugzeugträger Tomahawk-Raketen programmieren, wie wenn wir an der Schreibmaschine sitzen. Wir sehen nicht, was passiert, wenn zwei dieser Dinger auf einen irakischen Bunker treffen, im Abstand von 20 Minuten, einer auf den Eingang, der andere auf die tragende Decke, und es sind 500 oder 700 Menschen tot. Erst wenn wir das sehen, fangen wir an zu rebellieren und sagen, da stimmt irgendwas nicht, das ist Killertum, das dürfen wir nicht machen, weil plötzlich das Denken sich verbindet mit dem Fühlen. Und umgekehrt möchte ich, dass Gefühle reflektiert werden und ihre Vernunft beanspruchen. Das ist für mich Liebe, dass beides eine Einheit wird. Dass man denken lernt, ist offensichtlich. Ich denke, dass man auch fühlen lernt. Und da bin ich nochmal bei Ihnen. Ich entlasse Sie da nicht. Erleben Sie das? Wo haben Sie das gelernt? Mal nicht über den Kopf, dass Sie es über den Kopf begriffen haben. Das ist seit vielen Jahren eigentlich eine Entwicklung. Ich höre seit jetzt fast 20 Jahren jede Woche mindestens 20 Stunden Menschen zu. Das macht eine enorme Zahl, wenn man das mal addiert. Und ich muss in jedem Gespräch lernen, Vorurteile abzubauen, fertige Begriffe zu hinterfragen, Worte zu vergessen, um die Sprache eines anderen zu lernen. Mit anderen Worten, ich muss klar denken, um zu verstehen, was er sagt, wie das zusammenhängt, welche Hintergründe das haben könnte, welch ein Echo aus früher Kindheit sich bei ihm meldet, ohne dass er das weiß. Aber die Begriffe, die ich gelernt habe in der Psychoanalyse oder Existenzphilosophie oder Theologie oder in welchem Sprachraum auch immer, muss ich vergessen, bis dass ich die Sprache des anderen lerne. Und das geht nur durch intensive Einfühlung. Aber es ist immer noch eine intellektuelle Erfahrung. Nein, nicht. Eine künstlerische oder musische. Also ich bin am meisten glücklich, wenn es mir gelingt, Dinge so auszusprechen, von den Gefühlen sind es ja meist, die der andere äußert, dass es Bilder wiedergibt, die sich in etwa decken mit dem, was er geträumt hat vor einer Weile. Das kommt wirklich vor, dass jemand sagt, was Sie jetzt aussprechen, ist genau mein Traum vorgestern. Dann weiß ich, ist es dicht genug. Und dass die Seele des anderen wie ein Instrument ist, auf dem ich die Hände, die Augen, den Mund des anderen so lenke, dass es beginnt zu schwingen, zu musizieren, seine eigene virtuose Orchestrierung zu bekommen. Das ist die Art, so zu sprechen, dass es heilend wird. Wenn Menschen mit Gedanken kommen, muss ich darauf eingehen, aber es ist ganz schwer. Die Rationalisierung von Leuten, die mit dem lieben Gott oder mit Karl-Bartscher Theologie aufmarschieren, so runterzufahren, dass ich überhaupt begreife, wovon sie reden. Ganz sicher von ihrem Vater und ihrer Mutter, aber das werden sie verleugnen. Und wie ich sie im Verlauf von vielen Monaten dahin locke, die Gefühle, die im Hintergrund auch sind, ihre Ängste, ihre Ohnmachtgefühle, ihre Schuldgefühle, zuzugeben und die Geschichte all dieser Gefühle durchzugehen. Das hat ja nichts zu tun mit Rationalität. Am Ende schreibe ich vielleicht ein Buch darüber, ich gebe das in Begriffe, mache Systeme und Strukturen daraus, aber ich muss das alles wieder rückübersetzen können, sonst wird ja kein Mensch das lesen, was ich schreibe. Eugen Drewermann, wir sind jetzt ganz tief in den Menschen reingegangen. Sie haben einen Blick gegeben in die Möglichkeiten, in Ihre Möglichkeiten, in Menschen einzutauchen und daraus zu lernen letztlich auch. Ich möchte jetzt das Thema ganz verlassen und nach außen gehen. Ins Politische, in die Wirklichkeit, in der Sie als Christ, ich als Christ leben. In Solingen wurden von wenigen Tagen 5 Menschen verbrannt. Man kann es wahrscheinlich ohne falsches Pathos so sagen. Es wurde ein Brand gelegt, damit Menschen verbrennen. Das war ja der Sinn. Also man hat Menschen verbrannt. Wie lebt man als Christ in dieser Zeit? Ich meine, die Reaktionen darauf sind Worte. Wie geschieht sowas? Warum geschieht sowas? Was haben wir denn für ein Verhältnis zum Fremden? Denn es war ja unser Verhältnis, ich sage ganz bewusst unser, weil man sich nicht so leicht hin doch ausklinken kann, unser Verhältnis zum Fremden, das hier auf eine fürchterlich mörderische Art zum Ausdruck gekommen ist. Ich sage es erst mal persönlich, ich lebe damit verzweifelt, hilflos, wütend, betroffen, entsetzt, was Sie wollen. Und das nicht erst seit Mölln und Solingen jetzt, sondern seitdem ich auf der Welt bin. Meine ersten Erinnerungen sind Erinnerungen an den Krieg.
Und ich habe mich mein Leben lang gefragt, wie es möglich ist, dass Menschen solche Dinge tun. Die Leute, die ich kenne, würden persönlich nie Gründe haben, so etwas zu machen. Aber sie sind dazu imstande, wenn man sie ihnen befiehlt, wenn man sie einzieht zur Wehrmacht, wenn man sie trainiert, wenn man sagt, du musst das tun, es ist eine Pflicht, als Soldat. 1956 war dies für mich ein Trauma, dass die katholische Kirche in der Bundesrepublik vom Papst herunter, Pius XII. Bis zu jedem Ortspfarrer sagte, kein Katholik hat das Recht, den Wehrdienst zu verweigern und sich auf sein Gewissen zu berufen. Er sagte, die Kirche zerdrückt hier zugunsten der Adenauer-Politik Menschen. Ich wollte wissen, was in Menschen vor sich geht, die sowas tun. Ich habe bis heute keinen anderen Begriff dafür gefunden, als dass sie Angst haben, wenn sie so etwas tun. Aber die Angst hat eine unglaublich komplizierte Geschichte und sie hat mindestens 3 bis 5 verschiedene Ebenen. Sie ist wie ein Fahrstuhl in einem Hochhaus, sodass die meisten, wenn ich so spreche, zunächst nicht mitempfinden können, dass das so ist. Sie sitzen in irgendeiner B-52 und legen ihre Napalmteppiche über den Ho Chi Minh-Pfad und trinken dabei Kaffee oder amüsieren sich. Von Angst ist keine Rede. Oder sie sitzen irgendwo und lösen in 2000 Kilometer Entfernung ein Inferno aus und schauen sich das abends im Video an und sind stolz. Man hat nach 1945, als am 6. August die Hiroshima-Bombe geworfen wurde, Legenden gebildet, dass Major Tibbets an Bord der Enola Gay wahnsinnig geworden sei, ins Kloster eingetreten sei, irgendwas gemacht hätte, das nach Reue oder Umkehr aussieht. Die Kerle treffen sich noch heute, feiern den Abschuss als heldische Pflicht fürs Vaterland. Wenn ich jetzt sage, das tun die aus Angst, wird man sagen, das ist unmöglich, die sind doch viel zu lustig. Ich glaube, diese Kerle wären völlig außerstande, irgendeinem Befehl zu widersprechen. Sie sind so trainiert auf das, was die Vorgesetzten wollen, wie ein Hund, der hinterm Stöckchen herläuft. Sie würden ihre Angst erst merken, wenn sie sich in den Gegenwind drehen, und dazu sind sie völlig unfähig. Das ist eines der Geheimnisse des Grausamen, ein furchtbarer Gruppenzwang. Und jetzt in Bezug zu Solingen. Ich möchte es hier zuspitzen, weil ich eine Antwort suche. Ihre Antwort, das kann ja, das ist eine Antwort auf unseren Umgang mit dem Fremden. Er scheint mir auch irgendwo von einer unglaublichen Primitivität zur Rückentwicklung, also vielleicht auch archetypisch. Wenn Sie es ins Grundsätzliche legen, dann möchte ich sagen, das, was wir heute noch Politik nennen und Umgangsform im diplomatischen Raum, folgt diesen archaischen Mustern bis ins Detail. Kein Politiker wird sagen, dass er Fremde identifiziert mit Menschen, vor denen man Angst haben muss. Aber schauen Sie sich an, was passiert. Man wird irgendeinen europäischen Politiker eines befreundeten Landes einladen. Dann wird Herr Mitterrand oder wer auch immer eingeladen, damit die Bundeswehr stramm steht und man demonstriert die militärische Stärke. Alb Leibesfeld hat das dokumentiert mal, wie das die Waikas im Amazonas-Urwald machen. Ganz genauso. Sie machen ihren Speertanz, um den fremd Hereingekommenen zu warnen. Wenn er sich nicht so aufführt, wie die Waikas das wollen, ist er geliefert. Das ist der erste Sinn dieser Begrüßung. Und das nächste ist, man lädt ihn ein, gemeinsam zu essen, denn man ist ein tüchtiger Jäger und man hat dem anderen was zu geben. Man wird ein Bankett halten. Das sind steinzeitliche Riten, die wir immer noch befolgen. Aber wie wollen wir denn lernen, eine Kultur dem Fremden gegenüber, wenn wir nicht imstande sind, im Jahre 1993 den Unfug von Militärparaden dran zu geben? Mahatma Gandhi hätte sich geweigert, sowas zu tun. Er hätte gesagt, ich komme hier barfuß. Von mir müsst ihr keine Angst haben und ihr müsst mir auch nicht zeigen, wie viel Raketen und Düsenjäger ihr habt. Ich will das alles nicht. Ich komme hierher, damit Menschen sich verständigen. Und dann muss man sehen, dass wir in der Bundesrepublik gerade das Asylantengesetz durchgepaukt haben, das in der Konsequenz sehr schlimm ist. Wir sind jetzt wieder dabei, und zwar in der westlichen Hemisphäre, in Europa, global über die GATT-Verhandlungen die Zollschranken abzuschotten, über die Einwanderungsgesetze die Länder abzuschotten. Gerade in dem Flug hierher lasse ich in der Zeitung, dass die Franzosen ihre Einwanderungsquote auf Null führen wollen. Das bedeutet vollkommen auch, Stopp. Herr Trevermann, ist das nicht auch eine politische Logik, wenn wir feststellen, dass wir mit dem Fremden, wenn es quantitativ uns stört, nicht umgehen können, dass wir sagen, wir müssen dies zumindest jetzt unter einem gewissen Niveau halten, um damit umgehen zu können? Denn
was in Solingen passiert ist. Das ist, sind offensichtlich junge Menschen von einer, ich weiß nicht mal, Ideologie, vielleicht auch nur von irgendwelchen politischen Utopien, Visionen geführt, nicht mal. Ja. Die haben einfach alles durchbrochen, was wir an Umgangsritten entwickelt haben, wozu ja auch die Paraden gehören. Als das in Mölln damals passiert war, hatten wir in Paderborn die Schülerinnen und Schüler zusammengeholt auf dem Marienplatz, 2000 Schüler. Und ich hatte eine Rede, denen zu halten, natürlich, wir wollen keine Fremden, Feindlichkeit, die, wir kennen überhaupt keine Fremden. Die meisten Türken, die hier leben, haben wir selber reingeholt, über 1 Million für all die Arbeiten, die wir Deutsche gar nicht machen wollten, Bergbau, Müllabfuhr. Wir waren uns zu schade dafür geworden. Und natürlich sind nicht Arbeitskräfte gekommen, sondern Menschen mit eigenen Problemen und eigenen Bedürfnissen. Auch mit eigenen Schwierigkeiten, die sie schaffen. Menschen aus dem islamischen Kulturbereich sind schwerer im Westen zu integrieren als Leute, die aus einem vergleichbar ähnlichen Kulturraum wie Griechen, Italiener kommen mögen. Spanier, Portugiesen, was sie wollen. Auch umgekehrt tun die sich schwer, in eine völlig neue kulturelle Welt mit anderen Glaubensarten, anderen Wertvorstellungen sich integrieren zu lassen. Sie empfinden das als eine Verführung oft. Das alles ist wahr, da liegen Schwierigkeiten, mit denen könnten wir leben. Was jetzt passiert in Mölln oder in Solingen, ist nicht Teil des deutschen politischen Denkens, es ist nicht Teil dessen, was die Mehrheit will. Man hat es zu tun, glaube ich, im Grunde mit einem Teil der Sozialpsychopathologie. Als ich damals in Paderborn meine Rede gehalten hatte am Samstag, wurde am Montag drauf im Fernsehen der Mann, der Junge, gezeigt, der in Mölln den Brand gelegt hatte. Ein 17-Jähriger. Man musste nur das Gesicht sehen. Und ich begriff, dass meine ganze schöne Rede politisch, wir wollen doch die Fremden, bei uns, weil sie gar nicht fremd sind, sie sind unsere Mitbürger. Wir müssen die Kulturen zusammenführen, weil die Welt von morgen ist ohne dies eine. Wir müssen aber auch daran erinnern, dass es Kurden bei uns gibt. Und da müssen die Türken auch mal sehen, wie sie damit leben. Wir wollen eine Menschheit, die aufhört, sich zu bekämpfen. Wir haben Palästinenser hier und Juden. Die können in Deutschland leben und sie müssen es auch im Nahen Osten. Wunderbar. Aber es hat nichts, wirklich überhaupt nichts zu tun mit dem, was sich in diesem jungen Mann in Mölln abgespielt hat, den ich nicht weiter kenne, aber dessen Biografie, soweit sie mitgeteilt wurde in den Zeitungen, eine völlig andere Geschichte zeigt. Da wird das politische Thema als ein Notventil gebraucht, um inwendig etwas auszudrücken, meist unter starkem Gruppenzwang, jetzt wieder. Er tut dann etwas, um irgendwo einen Freund zu haben, was er selbst gar nicht tun würde. Also ich sag's mal so, es genügt, um so etwas zu entwickeln, eine Mutter, die vielleicht eine Alkoholikerin ist oder sehr hilflos ist oder sehr unterdrückt ist und ein Vater, der eigentlich dauernd herumschreit und sehr aggressiv ist. Dann wird der Junge sich an die Mutter halten, erleben, dass sie ihn nicht schützen kann und er wird anfangen, die Aggression zu bewundern. Dann wird er mit der ganzen Familie nicht zurechtkommen und in eine Gruppe gedrückt werden, für die Gewalt eine Überlebensbedingung wird. Und schon kann es losgehen. Herr Trimmermann, wenn Sie das so erzählen, dann bleibt ja eigentlich nur noch die Verzweiflung, weil ein Rezept damit umzugehen gibt es so es nicht. Gegen Solingen und so wenig ein Rezept, wie man den Attentat auf Monika Selle schützen kann. Aber es gibt auch offensichtlich kein Rezept, wie man Bosnien verhindern kann, den Krieg in Jugoslawien. Sie sind Theologe und Sie versuchen, die katholische Kirche zu verändern, zumindest den Gläubigen, die eine andere möchten, eine andere Stimme zu sein, das ist doch sicher ihr Anspruch. Ja. Aber wo liegt denn die Kraft überhaupt daran zu glauben, dass es doch noch etwas zu verändern gibt, wenn Sie es so fast hoffnungslos sehen? Nein, ich glaube nach wie vor daran, dass wenn man sich Menschen im Einzelnen zuwendet, eine Menge bewirken kann. Und diesen Leuten, die so etwas Schlimmes, Schreckliches tun, müsste es Gesprächspartner geben, die sich mit ihnen auseinandersetzen. Im Fall von Krieg können wir uns Einzelnen zuzuwenden. Klar. Aber wir können ein paar Fehler vermeiden. Wir fragen jetzt, wie hätte man Bosnien vermeiden können und was können wir jetzt tun? Ich sag mal so, die Bergpredigt ist 2000 Jahre alt.
Und immer höre ich, sie ist nicht anwendbar, weil sie gilt nur für das Reich Gottes und das ist noch nicht gekommen. Bei dieser faulen Ausrede wird das Reich Gottes niemals kommen. Und wenn die Kirchen dabei bleiben, bei jedem Kriegsausbruch demjenigen Recht zu geben, der gerade in ihrem Lande ihn verkündet, dann verleugnen wir ein Zentrum der Botschaft Jesu. Nehmen wir mal an, wir hätten nach 1918, nach Verdun, nach Cambrai, nach Ypern, nachdem man Menschen planquadratweise vergast hat, mit Flammenwerfern ausgerottet hat, wie wenn es Heuschreckenplagen wären. Man hätte 1918 gesagt, mit Romain Rolland oder Henri Barbusse oder Stefan Zweig, Hermann Hesse, was sie wollen. Es ist Schluss jetzt. Es hat in Ypern und Cambrai nicht Frankreich und Großbritannien gesiegt und schon gar nicht Deutschland. Es hat niemand gesiegt. Wir als Menschen haben insgesamt verloren und jetzt ist Schluss. Das hat man nicht gesagt. Man hat gesagt, Deutschland hat den Krieg angezettelt und muss bestraft werden. Und schon ging es los für den nächsten Weltkrieg. Man hat nie wirklich die Abrüstung für eine Überlebenschance genommen. Sagt man es denn je? Nie sagt glauben man. Sie, dass man es je sagt? Wenn Sie der Meinung sind, man sagt es nie, dann müssen Sie verzweifeln. Nein, ich denke, man muss von dem bisschen, was man begreift, Zeugnis geben, egal was dabei rumkommt. Aber es gäbe eine gute Chance. Wir Deutsche beispielsweise haben gerade jetzt unverdientermaßen ein Geschenk der Geschichte bekommen durch die Wiedervereinigung. Wir erleben, dass die Bundeswehr keinen Auftrag hat. Die NATO so bankrott ist von ihrem eigentlichen Auftragsgebiet her, wie der Warschauer Pakt er abgedankt hat. Wir könnten zum ersten Mal in Mitteleuropa über 30 bis 50 Milliarden D-Mark allein in der Bundesrepublik freimachen für den Kampf gegen kriegsverursachende Gründe, soziale Ungerechtigkeit, Zerstörung der Umwelt, Schuldenrecycling, Gerechtigkeit auf den Weltmarkt bei den Terms of Trade zwischen Fertigwaren und Rohstoffen. Wir könnten hunderterlei nützliche Dinge tun. Stattdessen stehen wir an der dritten Stelle der Waffenexporteure. Dies ist nochmal eine Auswegslosigkeit, die Sie zeigen. Ich möchte schon gegen... Der Ausweg ist ja Scheunentor weit offen. Wir müssten ihn nur gibt gehen. Gibt es auch. Gut. Mich nimmt Wunder, ob es Anzeichen gibt, dass man ihn jedenfalls zu finden versucht. Sie sagen, er ist riesig offen. Ich hoffe, dass man ihn findet. Die Leute sind des Krieges überdrüssig. Und ich hoffe, dass die Deutschen sich nicht auf den Schleichweg locken lassen, jetzt, dass sie Weltverantwortung in diesem Wahnsinn wahrnehmen, dass man Frieden erzwingen kann. Wie kann denn beispielsweise die NATO oder die Bundeswehr imstande sein, völkerverständigende Kriege zu führen, wenn wir nicht mal in dem NATO-Land Türkei 16 Millionen Kurden den Anspruch auf Selbstbestimmung verschaffen können? Was für ein Wahn, und wie wird die deutsche, auch die Schweizer Öffentlichkeit, denke ich, belogen mit Formeln, die lediglich die Konvention der Steinzeit im Atomzeitalter immer noch als lebendige Hoffnung definieren sollen. Was uns schützt, sind heute nicht mehr noch bessere Raketen, noch bessere Flugzeuge, sondern das Zusammenleben der Menschen im Abbau aller Mittel der Zerstörung. Dazu könnten wir imstande sein, weil wir Gefahren nicht mehr haben, die so wären, dass wir diese Dinge brauchten. Und Lieferung in Entspannungsgebiete, das war die Formel, hochzurüsten, was man jetzt zwischen Serben, Kroaten hochgehen sieht. Und die Muslime dazwischen werden in dem Puffer zermahlen werden. Jetzt kommen wir zu spät. Wir hätten nie Waffen, auch nicht in Entspannungsgebiete, liefern dürfen. Das wäre zu lernen aus Bosnien, in meinen Augen. Nie wieder Krieg, und das erste wäre die Zerschlagung der Rüstungsindustrie, die ihn möglich macht. Irgendwann würde gelten, wer zum Schwerte greift, kommt durch das Schwert um. Eugen Drewermann, herzlichen Dank für Ihr, ich darf es wohl so sagen, heiliges Feuer. Dankeschön.